Guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Herzlich willkommen zur DVD-Vorschau von Modellbahn TV, Ausgabe Nr. 32. Das Museum will Eisenbahngeschichte als Erlebnis vermitteln. Eine hervorragend gemachte Ausstellung erinnert an den Bau der Tauernbahn, einer gestern wie heute wichtigen Alpenmagistrale. Im ersten Stock des Neubaus befindet sich eine liebevoll gestaltete H0-Anlage mit einer beeindruckenden Kulisse. Markante Stationen der Tauernbahn sind nachgebildet. Hier sind wir beim Bahnhof Angertal, einst ein wichtiger Kreuzungshalt. Hier entstehen die naturgetreuen Bestandteile für Miniaturlandschaften und weiteres Zubehör für die Welt im Modell. Lasercut ist eine der Spezialitäten von Busch. Mit diesem thermischen Trennverfahren hat man bereits sehr früh gearbeitet. Es ist erstaunlich, wie stabil diese filigranen Teile sind. Hier entstehen die Formen für reine Naturprodukte, die ein Markenzeichen von Busch geworden sind unter dem Begriff Natur pur. Pflanzen in allen Versionen, Kletter- oder Schlingpflanzen, Bodenläufer oder wilder Wein. Die Hauptattraktion des Modells ist sicherlich der Fräskopf, der vorne beweglich am Modell angebracht ist und der diverse Mechaniken beinhaltet. Am Motoraufbau gefallen die feinen Lüftergitter und in der Hinteransicht erkennt man, dass das Modell komplett zugerüstet ausgeliefert wird. Das heißt, Bremsschläuche und Kupplung sind schon montiert. Vorbildgerecht dreht sich das Fahrzeug um 180 Grad. Das ist beeindruckend, weil es absolut präzise funktioniert. Es ist ein Blickfang für die Leute und auch für uns, weil wir können sagen, oh ja, das funkelt und, ja, und die Kinderherzen schlagen hoch und deswegen haben wir uns eigentlich für das Weiße entschieden. Die Anlage ist so alt wie dieses Jahrtausend. Damals war Sohn Philipp noch ein Zappel-Philipp, wenn man das so salopp sagen darf, ganze 3 Jahre alt. Mit der Hilfe des Papas ist der gemeinsame Winter immer weißer geworden und der Sohn immer selbstständiger. Um den Bahndamm und die Schwellenstücken hier vor Verschmutzung durch die Gipsbinden zu schützen, klebe ich das jetzt mit Kreppband ab. Das ist ganz normales Malerkrepp. So, die Gipsbinden sollten natürlich auch immer ein bisschen mit Überdeckung geklebt werden. Das ist ganz klar hier in den Bereichen. Das macht auch nichts, wenn man hier mal eine Falte drin hat, wie jetzt hier zu sehen. Das wird nachher beim Landschaftsbau, bei der Begrünung überdeckt. Das Digitalmodell erfreut zudem durch einen sehr authentischen Sound. Dazu zählt vor allem das charakteristische Knallen der Fahrstufen, aber auch das Brezeln der Dachstromabnehmer, wenn diese zum Fahrdraht gehoben werden. Ungebrochen ist der Trend zu Lasercut-Modellen. Die Firma Noch ist hier bekanntermaßen seit einigen Jahren gut unterwegs. Herausragend der Fußgängersteig. Filigran und dennoch stabil ist der Bausatz auch von weniger Geübten leicht beherrschbar. Er prägte einst das Straßenbild der DDR. Der Barkas B1000. Brekinas H0-Modelle sind fein detailliert und bedruckt. Wir haben ja zum Vorbild genommen die Zeit etwa 1937 so etwa, weil wir aus dieser Zeit Unterlagen hatten. Bis etwa Mitte 1960, 70. Und immer wieder bekommt man Geschichte vor Augen geführt. Vor der Einfahrt nach Oranienbaum liegt die Kreuzungsstelle KR. Ursprünglich kreuzte hier eine 900 mm Grubenbahn die Strecke. Diese brachte Kohle von der Grube Jüdenberg zum Kraftwerk Fockerode. Modellbahn TV. Große Bilder von der kleinen Bahn.